ich gehe, stets den Kaffee bei mir. Find ich ein hübsches Plätzchen, trink ich ihn so wie hier. Ich nehm auch Milch und Zucker, doch meistens nehm ich nichts. Nicht, weil es mir zu teuer, nein, wegen des Gewichts. Ist es gestattet? Ach ja, aber die Frau, natürlich. Dankeschön. Winzig. Danke. Winzig. Guten Tag. Na, Sie haben es sich ja hier gemütlich gemacht. Ja, Ruhe und Gemütlichkeit, die braucht man auch in heutiger Zeit. Hübsch, wenn man so als Rentner seinen Lebensabend genießt. Aber doch nicht Lebensabend, das ist mein Lebensnachmittag, mein Afternoon. Darf ich Ihnen ein Tässchen Kaffee anbieten? Danke, das ist sehr nett von Ihnen. So, bitteschön. Bitte sehr. Und im Kleinen vielleicht ein Stückchen Streusel? Danke, nein. Gut, ja. Sagten Sie aber eben nicht Lebensnachmittag? Arbeiten Sie denn noch? Ja, natürlich. Ich eile doch von Haus zu Haus und verkaufe meine Kaffeemaschinen. Bloß leider nicht. Kaffeemaschinen, wie schön. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Aber bei uns reicht es nur zum Filterpapier. Dagegen könnte man ja was tun, ne? Ich würde ja gern kaufen. Aber wir haben eine neue Wohnung und die Anschaffung. Und der kleine Knirps kostet auch einiges. Ja. Naja, und dann ist schon wieder was unterwegs. Was? Ist schon wieder was unterwegs? So, pass auf, hier. Hier ist ein Kaufvertrag für eine Kaffeemaschine, ja? Und wissen Sie, was wir für Raten einsetzen? Na, raten Sie mal. Nicht 12 Tage, nicht 12 Wochen, nicht 12 Monate, 12 Jahre. Aber das ist doch... Das kann ich doch gar nicht annehmen. Doch. Was macht denn das im Monat? Ja, 96 Pfennig. Einem Vertreter der Star Electric darf sowas nicht passieren. Wissen Sie, was Sie sind? Jawohl, ich bin ein Pudel, ein Begossener. Unmöglich! Sind Sie ein Schandfleck der Star Electric? Seit 6 Tagen sind Sie unterwegs und was haben Sie verkauft? 30 Geräte! Was? So viele schon? Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Auf 18 Jahresraten und 18 Geräte haben Sie verschenkt und uns eine Beleidigungsklagung für Beschwerden eingehandelt. Naja, ich weiß, diese eifersüchtigen Ehemänner immer da. Aber das rechne ich Ihnen alles an. Ja, ich Ihnen auch, und zwar hoch. Dass sie mich nur ausschimpfen und mir noch eine Chance geben und dass sie mich nicht im hohen Pfeil und Bogen also raus, also Bums, also abschießen, wollen wir so sagen. Woher wissen Sie denn das? Das können Sie doch gar nicht, sonst kann ich Ihnen noch meine Schulden nicht zurückzahlen. Ja. Sagen Sie nur noch eins, Winzig. Welcher Trottel hat Sie zum Vertreter gemacht? Ihr Sohn, Herr Trottel. Ja. Herr Kaiser, der hat uns immer ein Schulungskurses beigebracht. Er hat immer gesagt, es ist egal, wie, wo, wem, wann, weshalb und wem man verkauft. Wichtig ist nur, wie viel man verkauft. Jawohl. Und stellen Sie sich mal vor, 30 plus 18, das sind 48 Geräte in der Woche. Das ist doch Rekord, wenn ich mich so ausdrücken darf. Aber doch nicht für 96 Pfennig im Monat! Sagen Sie das nicht, Herr Kaiser. Wer einen Pfennig nicht ehrt, ist die Kundschaft nicht wert.